Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind auf dem Weg zum Händler und wir wurden gerade nochmal von ein paar Zombies erwischt. Aber die machen wir kalt. Vor allem der hier ist verdammt tanky, ne? Weißt du was, der ist scheiße langsam, um den kümmere ich mich nicht. Ja, heute wird sich herausstellen, was wir beim Händler finden werden. Ich weiß es noch nicht. Eventuell Waffen. Wir haben ja gestern schon einen Teil einer Flinte gefunden und vielleicht können wir sie weiterverwenden. Das wäre echt cool. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Brauchen Sie was auf dem Kopf? Wenn sowas ist geschenkt. Nicht, weil sie eine Frau ist oder so, weil sie nämlich ein langsamer Zombie ist. Ah, guck mal, hier sind noch mehr Zombies. Ich hoffe, irgendwie Zombies haben irgendwie auch mal Waffen am Start oder so. So. Die nehmen wir hier nochmal mit. Das ist auch geschenktes Holz. Okay, kleiner Leck. So, Bonbon-Dose. Hier kriege ich Stein raus, ne? Ups. Ja, nicht schlecht. Gut. Und es ist fast schon so, wie ich es vermutet habe. Und zwar dieser schwarze Haufen, den wir gesehen haben. What? Könnte Clay sein. Dass die einen lehmen, ey. Weg mit dir. Oh, Boots. Boots, Freunde. Ich laufe nicht mehr nackt durch die Gegend. Oh, guckt mich an, wie fresh ich aussehe. Oh yeah. Sieht aus, als hätte ich wie ein Papagei hier, wie hinten auf dem Rücken. Frag mich, ob die Damage kriegen, wenn die darunter fallen, wenn sie gierig auf mich sind. Man weiß es nicht. Okay, nichts Gutes, außer man tut es. Na gut, sehr weit ist es ja nicht mehr. Und das hat ja sowieso nur eine Quest-Hintergrund. Aber trotzdem. Arme Katze. Ich mag es nicht, wenn jemand redet. Geht einfach weg. Wir müssen zum Händler gehen. Einfach nur, um zu gucken, was der so am Start hat. Bist du ein Fetti? Hoffe nicht. Nix drin. Ja, so kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Loot. Und ihr habt mir gesagt, Zero, geh in die verdammten Häuser. Scheiß auf eine gute Waffe. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, wenigstens mein Skill von Einhändigkeit würde ich gerne verbessern. Das wäre cool. Nee, Mädel. Dürfen mich nur nicht hitten, sagt er und dann wurde er gehittet. Es ist ganz schön schwer, irgendwie herauszufinden, welche Reichweite maximal man haben darf. Oh, eine Dose. Nice. Oh, hier sind ganz schön viele Mädels, ne? Ich wusste, dass Mädels auf mich fliegen. Aber so sehr, das muss an diesem neuen Axt liegen, was ich aufgetragen habe. Erstmal die Frauen K.O. schlagen. Oh, super. So macht man das, Freunde, wenn Frauen auf euch zulaufen, wegen eurem Axt-Duschgel oder wegen Duschgel. Obwohl, es gibt ja Axt-Duschgel. Wegen eurem Axt-Deo-Spray. Dann schlagt ihn einfach auf den Kopf und dann verschwinden die von alleine. Ist nur ein gut gemeinter Tipp. Ich war Businessman. Du hast wahrscheinlich auch dieselben Probleme wie ich in dieser Welt. Ich muss sagen, langsam werden meine Waffen stärker. Ich muss unbedingt auch mehr auf Waffen skillen, denn wenn ich sie irgendwann one-hitten kann, wäre das natürlich faszinierend toll. Verloben? Dankeschön. Mach mir jetzt mal Stress. Der hält einiges aus. Ja gut, auch nichts. Ich mach mal ein bisschen leiser auf meinen Ohren. So, da hinten dürfte er sein, in diesem Gebäude. Zack. Was ist das? Hallo? Hä? Da. Snowberry. Ja, das ist nicht schlecht. Ich glaube, zu Hause habe ich sowieso noch ein paar Snowberries, ne? Eigentlich wäre es raffiniert gut, in der Nähe von dem Typen zu siedeln, aber jetzt habe ich schon da hinten schon gesiedelt, also. Wenn meine Basis irgendwann überlaufen wird, dann ziehe ich hierher. So viel steht fest. Wobei, hier ist ja keine Stadt in der Nähe. Würde mir also wenig bringen.
Das war close. Was war das denn? Fällt er nach vorne um? Kommt mir das so vor oder ist das lauter geworden? Muss gleich mal in der Aufnahme gucken. Eventuell muss ich das rendern und dann kommt die Folge ein bisschen später. Weil ich habe mein OBS ein bisschen umgestellt. Weil ich derzeit so viele Projekte mache, dass ich da nicht, dass ich zu viele Profile hatte. Habe ich ganz ein bisschen eingeschränkt und jetzt habe ich, nehme ich einfach auf einem Profil auf. Und ich werde in nächster Zeit sowieso öfters mal rendern, um die Qualitätsoffensive 2018 durchzustarten. Ja. Ah gut, hier will man sowieso nicht sein, glaube ich. Ist das die Wüste, von der irgendwie immer berichtet wurde? Okay, kriege ich auch Stein raus. Ja gut, ich habe ein paar Schmerzmittel dabei, die ziehe ich mir mal rein. Wasser habe ich auch gefunden, von daher passt das schon. Wenn man vom Wasser spricht, trübes Wasser, Löschewasser. Traitor Joels. Oh. Das sieht einladend aus. Eher nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da gleich getötet werde drin. Was hast du denn für Post, mein Freund? Ach, gar nichts. In diesem Gebiet kann man, glaube ich, nichts abbauen, ne? Ja. Und das ist der Ton dafür, dass man nichts abbauen kann. Na gut. Okay, ich weiß nicht, was diese Computer zu bedeuten haben, aber wir gehen einkaufen. Hallo. Also. Was haben wir hier so schönes Tierhaut? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Was vibriert mein Handy hier? Okay. Eisenstiefel, Kleidung, Rohstoffe, Munition, abgesägte Schrotflinte. Oh Gott. Ich habe wohl nicht genug Geld. Wie viel Geld habe ich? Ah, null! Cool. Ich habe mein Geld gar nicht mitgenommen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Naja, ich habe sowieso nicht genug Geld. Ja, ja. Du mich auch. Hühnersuppe, rote Beete, Bier, Flasche Wasser. Ah, hier kann man so schön einkaufen. Aber ich denke mal, hier gibt's sonst nichts zu finden, ne? Eine Fliegerbrille, Freunde. Okay, wir durchsuchen hier den ganzen Scheiß. Weißt du, was wir hier noch finden? Nix. Nix ist schon mal gut. Besser als Zombies. Aber ich glaube, Zombies können wir hier nicht finden. Rein theoretisch kann man doch hier die Nacht überleben. Oder wirst du rausgeschmissen? Würde mich mal interessieren. Ein Bettchen. Ein gruseliges Geräusch im Hintergrund in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß nicht auch nicht, ob ihr es gehört habt. Aber mehrmals am Tag gibt es hier so ein seltsames Geräusch bei mir in der Bude. Das ist, als wenn in meiner Bude ein kleiner Roboter rumläuft und irgendwas sagt. Keine Ahnung. Irgendwie seltsam. Na gut. Hier haben wir nichts. Glaskrug. Gib mir frisches Wasser. Kochgrill. Nice. Okay, Wasserhahn funktioniert eh nicht. Ist das echt cool? Also hier könnte man leben. Wenn es im Umkreis irgendwas geben würde. Ah, trübes Wasser aus der Toilette. Ham, das wird schmecken. Ja, definitiv. Da freue ich mich schon drauf. Ich brauche immer noch einen Kochtopf. Mit dem Kochtopf kann ich nämlich frisches Wasser selber herstellen. Vorhängeschloss, warum auch immer. Trophäe.
100 Grad Fahrenheit. Ja gut, wieso nicht? Oh, guck mal. Gehen Sie. Hier ist es eindeutig zu warm. Ich muss mal kurz ein paar Sachen. Ach, ich kann keine Sachen ablegen, weil mein Inventar voll ist. Musst du durch, Digga, musst du durch. Das ist ein Vogel, kein Flugzeug. Okay. Hier irgendwo ist was abgestürzt. Kann ich irgendwie. Irgendwas speichern. Keine Ahnung. Abwurf-Dingens. So. Irgendwo da hinten. Okay, und mich greift ein Vogel an. Von wegen hier ist es sicher. Okay, durchsuchen wir noch den anderen Schrott hier. Habe ich Radioaktivität abbekommen? Asphalt, Bruchsand. Bruchsand ist ein wichtiger Rohstoff, der in der Schmiede geschmolzen werden kann, um Glas herzustellen. Er dient auch zur Fertigung von Gegenständen. Okay, das sind Destilliergeräte, ne? Schade. Aber gut zu wissen, dass es hier sowas gibt. Ein Schmelzofen. Oh mein Gott. Blei. Geschmiedetes Eisen. Iron and Clay. Ach Gott, scheiß auf Clay. Und wollt ihr mir darum scheiß Clay? Huh? Ja gut. Ja. Why not? Was ist das? This allows you to rent a vending machine for a single game month. The time displayed will be shown in the real-time units. Och, muss das jetzt sein? Verdammt. Oh, Katze, erschreckt mich doch nicht. Komm ruhig rein. Hab Spaß. Der Händler tut mir jetzt schon leid, ich bin weg. Wo ist mein Zuhause? Ich glaube, ich komme von da, ne? Okay, glücklicherweise war die Meute nicht bei mir zu Hause. Da sehen wir, was zwischendurch passieren kann. Wovor hast du Angst, Mr. Flauschig? Vor Zombies? Er hat wieder wahrscheinlich irgendeinen Ton gehört. Okay, ich muss definitiv in die Richtung. Die Frage ist, werden wir tagsüber ankommen? Ja, cool, jetzt waren wir beim Händler. Vollkommen sinnlos, weil ich kein Geld dabei hatte. Ich hätte Sachen verkaufen können. Mit Sicherheit. Was ist denn das dafür, Alter? Wieso hat er so viele Muckis? Oh Gott, ich muss laufen. Du erleidest einen Hitzschlag im zweiten Stadium und musst dich ausruhen. Nee, im Ernst. Ich muss zurück in die grüne Ebene. Was ist passiert? Oh Gott, das stört ihn nicht.
Weißt du was, ich komme nicht nochmal hierher. Ich bleib beim Bett. Ich bleib bei meinem Bett. Das ist mir jetzt zu doof. Momentan ist es echt so, dass ich einmal pro Folge sterbe. Also Respekt an mich, ey. Daumen nach oben, Freunde. Daumen nach oben dafür, dass ich schon wieder gestorben bin. Okay. Ich meine, Scheiße, so viel hatte ich jetzt nicht. Ich hatte ein bisschen, ja gut, ich hatte Holz und alles und ja. Aber da jetzt extra nochmal hinlaufen? Nee. Nee, nee, nee. Nicht mit mir, Freunde. So, dann sammle ich lieber wieder ein bisschen Stein. Bereite mich darauf vor, in die Stadt zu gehen und plündere die Stadt. So, Dito. So, was brauche ich denn für, Oh, Axt, ne? Ich brauche Axt. Steinaxt. Vier, okay. Auf vier kleine Steine. Ah, da war so ein Waffenteil, ne, was ich gefunden habe. Scheiß drauf. Wir finden im Dorf hinten im Meer, also macht euch da keine Sorgen. Ich glaube, dass wir ein Dorf in der Nähe haben, ist wichtiger als alles andere. So, haben wir hier wo Steine? Cotton nehme ich jetzt auch mit. Kann auch nicht schaden. Muss mich ja für die Nacht wieder vorbereiten. Oh, Vogelnest. Oh, ein Ei für mich, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, sehr schön. Ja, guck mal, wie schnell wir jetzt vorankommen. Das ist ja easy. Muss nur kleine Steine finden. Natürlich ist das gesperrt. Da ist ein Zombie. Da ist auch ein Zombie. Wie soll man bei diesem Gras-Ding eigentlich überhaupt Steine finden? Nee, ganz ehrlich. Zwei. Auch vier. Drei. Vier. Axt. Ach, hier sind überall Steine. Guckt sich an da. Stein. Ich hoffe, der Dicke verfolgt mich nicht allzu weit. So, hier Holz, da Holz. Ich frage mich, ob ich so einen Ofen, den wir gesehen haben, auch selber bauen kann. Das wäre cool. Ja, Fetti verfolgt mich nicht. Perfekt. Wenn Fetti mich nicht verfolgt, ist alles gut. Gut, ich brauche ein Holzknüppel, ein Holzbogen und Pfeile. So, okay. Wir wissen, wo wir Clay finden. Jedenfalls, wir wissen, wie es aussieht. Eventuell. Wir wissen, wie es aussieht. Eventuell. Ja, das ist gut. Nein, das war so ein komischer brauner Klumpen. Kriegen wir auch noch hin. Und ab sofort, Freunde, werde ich nicht mehr sterben. Pff, tot. Das wär's. Oh, mein ganzes Wasser ist weg. Meine ganzen Wasserflaschen vor allem. Die waren wichtig. Shit. Egal, egal. Passiert. Passiert, Freunde, passiert. So, 30 Muni. Zähl dir mal, das geht schnell. Ups, sorry, Mr. Flausch, ich hab vergessen, dass du da bist. Hab ich ihn getreten aus Versehen. So, den Stein werden wir auf jeden Fall komplett auseinanderbauen. Oh, sehr schön. Dann. Steinschaufel. Wir haben noch eine Schaufel. Wir brauchen keine Steinschaufel. Holzleiter, Holzrahmen, gesicherte Aufbewahrungstruhe. Brauchen wir alles nicht, ne? Nee. Gut, Rohstoffe, Science.
Werkzeuge. Achso, das sind meine Pfeile, die gebaut werden. Ich dachte, ich habe gerade überlegt, was ist denn der Scheiß? Gibt es hier keinen Ofen? Doch, Schmiede da, Schmiede. Also, Lehmklumpen, Blasebalg, kurzes Eisenrohr. Gut, dafür müssen wir in die Stadt gehen. Wenn wir noch ein bisschen an Tageszeit übrig, gehen wir in die Stadt. Zur Not brauche ich mir eine Schaufel und tue mir den Clay da raus, den wir gesehen haben. Bingo, bingo. Ihr seht schon, ich bin jetzt schon ein bisschen erfahrener. Auch durch eure Hilfe. Level up. Also gut. Nein, nicht das Journal. Skills. So, wir sind jetzt. Feuerwaffenschmied, Reparaturmeister. Senkt pro Rang die Reparaturzeit, wie viele Materialien nötig sind. Aha, schneller fertigen. Das Kamel, Athletik, Gesundheitsfreak. Erhöhe den Mindest- und Maximalwert für dein Wohlbefinden bei jedem Rang dieser Eigenschaft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt erstmal rein und plündern das komplett auf. Weil ich bin jetzt Profi, Freunde. Ein Profi. Oh, ich dachte, sie macht gerade für mich auf. Aber irgendwie wird sie mich gesehen haben, oder? Ne, ich bin versteckt. Gut, wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. Zack. Gucken wir mal, dass wir sie hitten können. Ich glaube, sie habe ich gesehen, oder? Ne. Da haben wir sie ja mal richtig weggeklatscht. Also, sie ist schon tot. Not the bad, Zero, not the bad. Oh, ein Zementmischer. Geil. Direkt vor meiner Tür. In diesem Buch erfährst du, wie Jagdmesser gefertigt werden. Ja, cool. Danke. Nice. Geht vorwärts. Das nenne ich Crit, alter Schwede. Dem haben wir es richtig besorgt. Holy shit. Oh, das ist ein kaputter. Mehr Zombies hier? Nein. Habe ich das jetzt rausgenommen? Nein. Alter, nimm's doch einfach raus. Was ist denn los mit dir? Ach, gesperrt. Oder geht's, ging's da gerade in den Untergrund? Ich weiß es gar nicht. Okay, es war nur zweifacher. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Aber ich denke schon. Also Pfeil und Bogen gekrittet. Ich denke schon, dass der hinüber ist. Wieso hat niemand was in seinem Auto? Ich trage auch immer mein Pokal mit mir mit. Definitiv. Glaube, ich habe gerade einen Zombie gehört. Nein. Benzin. Ich weiß zwar nicht wozu. Okay, kann man hier Auto fahren? Ich weiß es nicht. Schön. So soll's doch sein. Da werden sie weggekrittet, Freunde. Natürlich auch gesperrt.
Das wird noch interessant, oder? Ja, Okay, so bekomme ich also mein Eisen. Gucken wir mal, dass wir noch irgendwie Clay bekommen. Aber ich bin derzeit noch nackt. Es ist sowieso 43 Grad Fahrenheit. Gibt es hier auch Winter oder? Gibt es hier Witterungswechsel? Wird das hier mal kühler zwischendurch? Keine Knochen. Hier dürfte ich mich durchprügeln können, ne? Ja. Ich glaube, Stein ist momentan noch zu hart für mich. Dafür brauche ich, glaube ich, die Spitzhacke. Aber Holz, Holz geht klar, Freunde. Holz geht klar. Hier hängt doch irgendwo einer rum. Bier! Oh yeah! Das gönne ich mir! Auch nicht schlecht aus. Cold Beer, Old Beer. Wäre doch schon ein Zombie um die Ecke. Der Kühlschrank funktioniert? Und da sind leere Dosen drin? Ja, wieso nicht? Zumindest hier ist hier kein Zombie drin. So. Ja, den Tresor kriege ich nicht auf. Schade. Gut, 17 Uhr, Freunde, 17 Uhr. Und ich würde sagen, die Folge ist vorbei für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann versuchen wir irgendwie noch ein bisschen was aus der Stadt rauszuholen. Ich brauche so einen scheiß Kochtopf. Und dann gucken wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.